Was geht ab, Bro? Z-Fighter Hoser hier. Und sowohl auf der japanischen Version als auch auf der globalen Version hat nun die Celebration zum Saint Day angefangen, Freunde. Dementsprechend gucken wir uns erstmal alle Informationen und Details zu den beiden Celebrations an, die zeitgleich live gegangen sind. Und danach stellen wir uns auf jeden Fall der Frage, ob man überhaupt bei dem neuen Banner von Vegeta summonen sollte oder nicht. Denn diese Frage habe ich in den letzten Tagen sehr oft bekommen. Habe natürlich darauf gewartet erstmal, damit wir wissen, wie das Banner denn aussieht. Und als ich gesehen habe, wie das Banner aussieht, musste schon ein wenig lachen, denn die haben da eine Sache schon witzig gemacht oder ironisch, sage ich mal. Aber was ich damit genau meine, darauf komme ich gleich drauf zu sprechen. Gucken wir erstmal, wie gesagt, die ganzen Informationen und Details zum Saint Day an. Und zwar Saint Day wird ja gefeiert, weil der 18. März sich auf Japanisch ausgesprochen an ähnlich anhört wie Saiyan. Dieser Saint Day geht auf Globen bis zum 4. April, auf JP bis zum 2. April. Warum auf JP ein wenig kürzer? Auf JP folgt nämlich danach die Golden Week. Und Golden Week wird auf JP gefeiert. Und da kann man dann eben auch mit einer guten Celebration dann rechnen auf der japanischen Version. Jedenfalls, wie gesagt, Login Bonus Live könnt ihr euch gerne mal abchecken, wenn ihr zum allerersten Mal iLog bekommt. Ihr 12 Dragon Souls, ihr bekommt zwei von diesen, ja, ich sag mal, Vegeta Family Badges. Und die könnt ihr dann eintauschen gegen zwei Charaktere, die gucken wir uns gleich an im Barbershop. Special Missions in Live gucken wir uns gleich an. Ihr könnt euch bis zu 48 Dragon Souls holen. Das Banner ist live. Darüber sprechen wir gleich detailreich. Das Event-Dokument von Vegeta ist ebenso live. Er ist die ganze Zeit im Physisch-Type. Heißt, ihr könnt auch mit dem Super-Strength-Team rein, mit dem Extreme-Strength-Team. Natürlich, wenn ihr ein Kategorie-Team habt, geht mit eurem Kategorie-Team rein. Er hat keine Schwäche oder so. Ihr geht da am besten rein. Und das sollte auf jeden Fall machbar sein, sofern ihr gute und viele Strength-Charaktere habt. Außer darauf, wenn ihr so oder so ein gutes Kategorie-Team habt, schafft ihr das sicherlich. Dragonstone Sale ist live, könnt ihr euch gerne abchecken. Dann eben das, gucken wir uns auch an, aus dem Royal Family Crest heißt das. Damit könnt ihr euch quasi entweder den Tech Vegeta holen oder Physisch Chunks. Das gucken wir uns gleich näher an, denn die beiden bekommen ja ein Easy A, beziehungsweise auf JP haben sie bereits eins bekommen. Auf JP ist nämlich das Extreme Battle um die beiden Charaktere heute live gegangen. Auf Global kommt das erst nächste Woche Montag, damit ihr da Bescheid wisst. Story Event ist live von Rage Vegeta, heißt die, die Pudding farmen müssen und Virus endlich awaken wollen. Im Barbershop könnt ihr das Ganze machen. Gewisse andere Story Events sind ebenso live. Battlefield Season 6 ist live auf Global. Diese Extreme Events sind auch jetzt online, sowohl als auch ihre Dokkan Events. Könnt ihr euch gerne mal abchecken, falls ihr da irgendwas farmen müsst. Und diese Events hier sind ebenso live, sage ich mal. Jetzt, das Extreme Battle kommt auf Global erst am 25. März, heißt nächste Woche Montag. Auf JP ist das schon live. Wir werden das nächste Woche auf Global natürlich nochmal ansprechen, aber was gibt es hier zu dem Extreme Battle zu wissen für die JP-Spieler? Zum ersten, die beiden Charaktere, EX, Easy A, danach ist wirklich sehr, sehr gut. Der Tech Vegeta, um es mal kurz zu sagen, er bekommt selbstständig Ki plus 2 auf den Angriff und auf die Verteidigung 90% nach seinem Extreme Z Awaken. Gibt dann zusätzlich jedem Verbündeten auf den Angriff und auf die Verteidigung 30%, wenn zwei oder mehr Vegetas Family-Kategorie-Mitglieder im Team sind. Trunks ist ähnlich, nur ein bisschen andersrum. Bei Trunks ist folgendermaßen, er bekommt, beziehungsweise er gibt jedem Ki plus 2 Attack und F 30% und bekommt dann, wenn zwei oder mehr Vegeta-Family-Charaktere im Team sind, 70% auf Angriff und Verteidigung. Genau, und dementsprechend sind das wirklich zwei sehr gute Charaktere. Die Realm of Gods Charaktere sind, das Banner von Realm of Gods Charakteren ist live. Warum? Denn diese machen vermehrt Schaden, machen sehr effektiven Schaden gegen das Extreme Z-Battle von Vegeta und Trunks. Die Sache ist die, in diesem Extreme Z-Battle ist eine Sache einzigartig, dass zum ersten Mal so ab Stage 21 kämpft man gegen beide auf einmal. Außerhalb davon ist Vegeta vom Tech-Type, Trunks wie gesagt vom Physisch-Type, heißt Int-Charaktere und Strength-Charaktere habt ihr auf jeden Fall einen Vorteil und wie gesagt, Dream of Gods Charaktere machen sehr effektiven Schaden. Wie gesagt, auf Globe kommt das nächste Woche, auf JP ist es schon live und ja, geht auf jeden Fall rein. Ist wie immer Stage 1 bis 30, gibt es die Stones, Grand Kais, die Grand Kais jedes Typen, die Orbs und so fort. Also macht es auf jeden Fall, wenn ihr das Ganze könnt. Und ein Vater-Sohn-Galligan-Summon ist ebenso live, kommt nächste Woche auf Global. Auf JP ist es live. Da gibt es dann die beiden Charaktere, die Features sind quasi. Aber die zwei Charaktere gibt es auch im Barbershop, das gucken wir uns gleich an. Und dieses Story-Event kommt am 27. März, dieses ebenso, beziehungsweise die ganzen, die noch gelistet sind. Dann, Freunde, lasst uns mal ganz kurz ins Barbershop reingucken. Zur Frage, welchen von beiden ihr euch holen solltet. Ich habe euch ja gerade gesagt, wie ihre Passive nach dem Easy aussehen werden. Aber wenn ihr euch immer noch entscheiden könnt, dann hat das keine Eile. Ihr habt 23 Tage Zeit, aber vergesst das nicht, nach diesen 23 Tagen auszugehen. Wer weiß, vielleicht zieht ihr den einen oder anderen noch, indem ihr summon. Aber ihr könnt euch quasi bis zu zwei von ihm holen. Man hat nur zwei von diesen Vegeta, Vegeta Barbershop Items und deswegen entweder könnt ihr euch zwei von einem holen oder jeweils ein
Und genau, also sind beide wirklich gute Charaktere. Beide nehmen dann quasi auch durch ihre Passive und Support-Aspekt mit. Man kann sie echt gut spielen. Trunks hat einen Vorteil durch seinen Support-Aspekt, dass er noch Key zusätzlich gibt. Schon so oder so, da müsst ihr auch keine Vegeta's Family-Kategorie-Mitglieder sein. Heißt, wenn ihr Supporter braucht für die Teams, in denen er vertreten ist, würde ich euch Trunks empfehlen. Falls einen braucht, der auch gut Schaden macht, aber auch dann supportet, wenn quasi zwei oder mehr Vegeta's Family-Kategorie-Mitglieder im Team sind, dann würde ich eher Vegeta empfehlen. Aber wie gesagt, nehmt euch da ein bisschen Zeit. Wenn es auf Global dann live kommt, werde ich da wahrscheinlich noch auf drauf näher eingehen, beziehungsweise werde ich mir die beiden Charaktere holen, Easy A Awaken auf JP, und dann werden wir quasi darüber auf dem Showcase reden, und vielleicht wird das dem einen oder anderen dann helfen, wenn er sieht, was sie im Showcase drauf haben, bei der Wahl, welchen sie sich holen sollen. So, Login Body, wie gesagt, ist live, könnt ihr euch gerne abchecken, 12 Dragon Stones und die zwei, ja, Vegeta-Items, Dunkel haben wir auch besprochen. Eine Notiz, und zwar ist Evo Vegeta noch nicht auf Global in Vegetas Family-Kategorie. Nicht wundern, das ist kein Bug. Der ist nicht drin, weil es einfach keinen Platz mehr gibt. Er ist schon in 6 Kategorien, denn diese Woche sollte noch, oder vor der nächsten Woche, beziehungsweise vor Montag, sollte noch ein Update kommen, wie es hier dran steht, weil dann bekommen wir quasi ein Versions-Update oder ein quasi Interface-Update, sodass dann quasi mehrere, ein Charakter mehr als 6 in mehr als 6 Kategorien vertreten sein kann. Das ist quasi der Fall, und deswegen ist Vegeta bis jetzt noch nicht, also Evo Vegeta in der Vegeta's Family-Kategorie, nicht wundern. Zudem, das Banner gucken wir uns gleich an. Ja, iOS 6 und 7 wird nicht mehr supported, Battlefield is live, hat sich nicht viel geändert, könnt ihr euch gerne mal abchecken. Und dann würde ich aber auch sagen, werfen wir mal ganz kurz einen Blick in die Missionen, Freunde. Das sind die Missionen. Am besten guckt euch sie mal in aller Ruhe an. In JP sind sie ähnlich, unterscheiden sich aus in den Daily Missionen. In JP ist das folgendermaßen, Freunde. Auf den Daily Missionen, da müsst ihr die Hercules World Tournament Stage machen, statt 3 Stages. Und ansonsten ist alles ähnlich. Bei den Daily Missionen hier oben, wie es dran steht, heißt, ihr bekommt dann quasi ein Stone pro Tag. Und hier ist noch eine Sache anders. Da müsst ihr, glaube ich, nicht 3 Items im Bauershop austauschen auf JP. Aber ich werde die Übersetzung der JP-Missionen in den Link, also den Link dazu in die Beschreibung setzen. Heißt, wenn ihr die JP-Missionen wollt, die Übersetzung davon, dann klickt auf den Link, der in der Beschreibung ist, Freunde. Oder bei mir auf dem Twitter-Page habe ich es auch schon gepostet. Oder bei mir auf Discord. Alle Links dazu sind in der Beschreibung. Ansonsten sind wirklich, ja, identisch, außer von den Daily-Missionen und dem einen, was ich euch gesagt habe. Schaut euch die Mission am besten an, ist eigentlich übliche Mission, Freunde. Ja, täglich müsst ihr 18 Stamina verbrauchen, bis zu 3 Stages of Global, dann am Wochenende jeweils 30, Samstag, Sonntag kennen wir. Und ansonsten Treasure Items tauschen im Barbershop bis zu 3 Mal. Sorry, wenn es bis zu 10 Mal clearen. Ein Charakter Sea Awaken gibt es die Orbs. Einen Doken Awaken gibt es folgende Orbs. Bis zu 5 Extreme Sea Battles gewinnen. Bis zu 7 Doken Events. Was steht hier dran? Clear. Also schafft eine Stage mit einem speziellen Charakter. Unter anderem, also was heißt das? Ihr müsst eine Stage mit einem Charakter schaffen, der Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta heißt. Das bekommt ihr einen von denen. Und beim anderen müsst ihr quasi eine Stage schaffen, der Trunks Future heißt, Super Saiyan Trunks Future, und dann bekommt ihr die Mission. Bis zu, wie viel Stamina sind das? 1000 Stamina verbrauchen, dann gibt es wirklich sehr, sehr viele Sachen, Freunde. Guckt euch die Mission in aller Ruhe an. Die JP-Missionen sind der Link dazu in der Beschreibung, die Übersetzung. Und dann würde ich sagen, haben wir auch alles abgehakt auf der globalen Version. Wir gucken mal ganz kurz auf die japanische Version rein, denn dort ist ein, zwei Sachen anders von der Mission, sage ich mal. Denn zum einen haben wir noch zusätzlich dazu, was wir uns gerade angesehen haben, ein neues Story-Event. Und zwar ist dieses Story-Event online, Freunde. Und in diesem Story-Event gibt es zum einen ein Free-to-Play Super Saiyan Gotenks. Super Saiyan 3 Gotenks. Heißt, Super Saiyan 3 Gotenks hat ab heute auf JP, na logo, kommt das früher oder später auf Global hinzu. Aber nicht in der Celebration, in der wir jetzt sind, sondern ja, früher oder später. Und Super Saiyan 3 Gotenks hat quasi jetzt eine farmbare Essay. Dieses Story-Event hat 4 Stages, Freunde. Auf der ersten Stage gibt es quasi noch ein Barbershop-Item, ein Schnulli, sage ich mal. Damit könnt ihr euch gewisse Sachen holen. Was wichtig ist, aus Stage 4 droppt eben dieser Copy Vegeta, sag ich mal. Den könnt ihr awaken mit 10 Medaillen aus Stage 2 und 5 Medaillen, die ihr aus dem Barbershop bekommt, indem ihr sie gegen diese Schnuller eintauscht, Freunde. Heißt, die 10 Medaillen, die ihr braucht für sein Awakening, bekommt ihr aus Stage 2 und die anderen 5 aus dem Barbershop gegen diese Schnullis. Gotenks droppt hier auf Stage 3 und der Copy Vegeta auf Stage 4. Der hat ein Awakening, wie gesagt. Zudem hat die Artificial Lifeform Kategorie eine erhöhte Drop Rate. Heißt, wenn ihr Charaktere aus der Artificial Lifeform Kategorie habt, dann nutzt sie, dann erhöht ihr die Drop Rate der Items. Was haben die beiden Charaktere drauf, Freunde? Zum einen der Super Saiyan 3 Gotenks gibt Super Saiyan 3 Kategorie Key plus 2 HP Attack und 30%. Mit der Super Attack macht das Supreme Damage. Die Passive ist folgendermaßen: Er bekommt Key plus 3 auf die Verteidigung 50% für 5 Runden.
ab Anbeginn des Kampfes und zusätzlich dazu, wenn er eine Super Attack startet, bekommt er 90% auf den Angriff. Ist gar nicht mal so schlecht für einen Free-to-Play-Charakter. Links den Super Saiyan Fuse Fighter Over the Flash, Limit Breaking Form, The Innocence Budding Warrior, Kategorie Super Saiyan 3, Hybrid Saiyan, Fusion Logo und Boys and Girls. Der Copy Vegeta, wenn ihn awaked, wird er zu, also Copy, Duplicate Vegeta nennt man ihn, oder Copy Vegeta, Super Saiyan God, Super Saiyan, also mit der Blue Form. Er gibt durch den Niederskill Extreme Class Charakteren Key Plus rein auf HP Attack und er 40%, macht Supreme Damage, verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Ja, das ist by the way der Boy, wenn er sich awaked, auf der rechten Seite. Und die Passive ist folgendermaßen: auf den Angriff und auf die Verteidigung bekommt er 60%, hat er immer konstant. Zusätzlich dazu bekommt er weitere Attack und F 30% am Anfang jeder Runde und das stackt sich dann bis zu 90% hoch und verringert Angriff und Verteidigung um 30% jeden, also von jedem Gegner, aber diese beiden Parts sind dann abhängig davon oder beschränkt. Der Gegner bzw. im gegnerischen Team muss ein Charakter von den Vegetas Lineage Kategorie sein, also von der Vegetas Family, dass er zusätzlich dann diesen Attack und Death Boost bekommt und den Debuff auf den Gegner einwirkt. Linkskill, Metamorphose, Infighter, Tough as Nails, Shocking Speed, Modern Mitzial, Prepare for Battle, Shattering Limit, Transformation Boost und Artificial Lifeform. Warum bin ich so getickt? Meine Stimme, ihr merkt, das ist ein bisschen komisch, gerade Nase verstopft. Sorry dafür, früh am Morgen, man kennt's. Aber Extreme ist wie gesagt live, das Banner ebenso und so und so fort. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Banner, Freunde, und sprechen über das Banner. Denn ich habe sehr viele Fragen bekommen, sollte man die sammeln, sollte man sparen und so und so fort. Ich meine, auf der japanischen Version, wenn ihr es sammeln wollt, könnt ihr das ruhig machen. Auf JP wissen wir nicht, können wir nicht einschätzen, was demnächst kommt. Aber wie gesagt, danach kommt auch noch die Golden Week. Heißt, vielleicht geht ihr nicht allzu M. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass zu Golden Week auch etwas Gutes kommt. Und die Golden Week, weiß nicht, ob sie auf Global kommt. Bis jetzt war es nur auf JP, aber Saint Day gab es ja bis jetzt auch nur auf JP und wurde einmalig auch auf Global gefeiert. Heißt, auf JP könnt ihr ruhig sammeln, wenn ihr wollt. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Das Banner sowohl auf JP als auch auf Global ist gleich. Und was das Witzige oder das, ja, was das Witzige an diesem Banner ist, was ich am Anfang meinte, ist, nun zum einen gibt's auf Global, ist der erste Mund in 3 Stones, auf JP nicht, aber auf Global schon, also einfach mitnehmen, würde ich sagen. Auch wenn ihr nicht sammt oder, also im Endeffekt, wenn ihr nicht sammt, würde ich trotzdem die 3 Stones mitnehmen, wenn es sind 3 Stones, ein Multi, nehmt sie mit. Aber, wie gesagt, zur Frage, sollte man die sammeln oder nicht? Das Banner, was meint ihr damit, dass es komisch ist? Das ist das Goku Black Banner. Das ist das Int Goku Black Banner. Was meine ich damit? In Int Goku Black Banner auf JP war auch natürlich der neue Int Goku Black, aber auch Super Saiyan 3 Bardock und Full Power Goku. Und Strength Goku Black featured. Also von den wichtigen Charakteren. Und sowohl Super Saiyan 3 Bardock als auch Full Power Goku sind in diesem Banner auf Global. Was will ich damit sagen? Int Goku Black sollte auf Global noch kommen. Auf Global fehlt Metal Cooler. Der sollte nach Vegeta kommen, wenn man sich an der JP Timeline hält. Dann in Goku Black, ich schätze mal so Mai, sagen wir mal einfach mal so. Und dann noch Kid Goku und so und so fort. Bis zum 4. Das 4. auf Global hat ja einen festen Termin. Anfang Juli fängt das 4-jährige Jubiläum auf Global an. Und bis dann werden eben die Banner, die Dokkan-Festival-Banner kommen, die auf JP kamen. Heißt, ich denke, ich vermute, es ist nur eine Vermutung von mir, dass das Banner von in Goku Black auf Global geändert wird. Diese Informationen müsst ihr euch auf jeden Fall merken für den weiteren Verlauf, in dem ich euch erklären werde, ob man es haben sollte oder nicht. An sich, Freunde, werden sich meine Ratschläge primär auf Free-to-Play-Spieler richten, weil die sparen ja immer auf dem Banner, damit sie da gut was gut sammeln können, sage ich mal. Alle anderen, die sammeln wollen, tue ich auf jeden Fall euch die Daumen, sammelt da ruhig auf jeden Fall. Jedenfalls merkt euch das. Das Goku Black Banner könnte sich eventuell ändern. Nun gut, zum einen, das Banner, wie gesagt, wir haben den neuen Vegeta. Der neue Vegeta ist wirklich sehr gut. Beschränkt ihn nicht darauf, dass er nur ein Pure Saiyan Leader ist und er ist nicht abhängig von seiner letzten Transformation. Das sind Goku und Freezer auch nicht. Vor allem Vegeta ist von der ersten bis zur dritten Transformation, die man so mehr oder weniger häufiger sehen wird als die beiden letzten, ist er wirklich ein sehr guter Charakter. Er ist ein Pure Saiyan Leader. Und wenn man einen Pure Saiyan Seed hat, Freunde, der gibt Ki plus 3 HP Attack auf 150% oder Super Class Ki plus 3 100% auf alles. Pure Saiyan an sich ist eine sehr große Kategorie, sehr vielfältig mit sehr vielen Charakteren. Und dann gibt er zusätzlich dazu oder Super Class einen Boost. Heißt, wenn ihr Vegeta als Seed habt, könnt ihr sehr viele große verschiedene Teams bauen und gute Teams. Und Vegeta an sich durch seine Link Skills ist er wirklich sehr, sehr gut. Man kann ihn mit vielen Charakteren
sei es aus den Pure Saints Charakteren oder aus den Superclass, in einer Rotation spielen oder Link kennen, denn er hat gute Link-Skill-Setups von der Transformation 1 bis 3, die man häufiger sehen wird, und selbst da ist er gut, das will ich damit sagen. Also redet ihn nicht schlecht und sagt nicht, nee, diese Transformation-Charaktere, die sind von der letzten Stufe abhängig. Ich meine, natürlich, man will die letzte Stufe sehen, deswegen wurden sie gemacht, aber sie sind von der letzten Stufe nicht abhängig. Vertraut mir, Freunde. Also damit ihr das klarstellt, Vegeta an sich ist ein sehr guter Charakter. Das andere ist, dann haben wir noch den Vegeta am Start, der wird zum Super-Vegeta. Er ist auch ein sehr guter Charakter. Die beiden in der Rotation zum Beispiel, wenn ihr beide zieht, teilen sich jeden Link-Skill. Wir haben Full Power Goku, ein sehr guter Charakter, Full Power Leader. Wenn man jetzt Broly hat, hat man schon Full Power Leader, aber Full Power Goku an sich ist auch wirklich in sehr vielen Setups spielbar. Und durch seinen guten Link-Skills, weil er Prepare for Battle hat, Shocking Speed, Super Saiyan, Fierce Battle, Saiyan Draw, kann man ihn in sehr vielen Teams auf jeden Fall spielen und er hat seine Berechtigung. Vielfach Goita ist kein schlechter Charakter, ihn kann man auch in vielen Teams spielen, aber Vielfach Goita haben wir in letzter Zeit sehr häufig gesehen. Dennoch, wenn ihn zieht, ist auf jeden Fall gut, aber kann mir vorstellen, dass viele von euch vielleicht ihn schon haben. Dennoch, nicht schlecht reden, Goita ist ein guter Charakter. Super Saiyan 3 Bardock, so oder so ein sehr guter Partner in den Teams, in den Vertretens kann man auf jeden Fall spielen. Offensiv, defensiv gut, hat ein Ziel, hat einen Support-Aspekt. Prepare for Battle, Over the Flash, Experience Fight, das hat der First Awaken, hat der Super Saiyan, hat der Fierce Battle, ist wirklich ein sehr guter Charakter, Super Saiyan 3 Bardock. Dreifacher Vegeta bekommt auf Global noch sein Easy A, ist auch ein guter Charakter, weil er ist sehr wichtig für Modi, wie zum Beispiel Super Battle Road, er tankt links und rechts alles weg, und dann in Vegeta Blue, ja, der ist einfach so drin, sag ich mal, den kann man mitnehmen, aber der sollte in Zukunft auch noch ein Easy A bekommen, wenn die Demigod wieder ihre bekommen. Jedenfalls, und die ganzen Base von Vegeta könnt ihr dann nutzen quasi für die SA der 2.9 Base von Vegeta. Oder auch, die haben eine farbare SA natürlich, zum Beispiel aus dem Prime Battle, aus dem Story Event und so fort. Oder Strike Events von dem Argel Vegeta. Oder wie gesagt, Dragon Ball Super Story Event. Aber Freunde, das hätten wir schon mal geklärt. Die Charaktere sind gut, also für die Charaktere kann man auf jeden Fall summon. Die Sache ist jetzt die, wenn, also ich versuche jetzt auf verschiedene Bereiche einzugehen, auf verschiedene Standpunkte. Sagen wir mal so, ihr habt schon einen Pure Saiyans Leader, Evo Vegeta, ihr braucht keinen weiteren. Dann müsst ihr nicht summonen, echt sein. Wenn euch dieser Pure Saiyans Leader reicht mit Evo Vegeta, dann ist das gut. Wieso will man aber noch eventuell einen weiteren Pure Saiyans Leader? Er gibt eben Ki plus 150%, Evo Vegeta gibt nur auf den Angriff 130%, Defense und HP 170%, aber das merkt man. Das sollte man auch nicht kleinreden. Diese 150% machen sehr viel was aus. Das katapultiert quasi das Pure Saiyan Scene mit diesem Vegeta oft in die Top 5 oder Top, also eigentlich rede ich nicht so gern von Top-Listen, aber locker ist er dann mit dem Pure Saiyan Team in den Top 5 Teams, weil die Pure Saiyans haben sehr gute Charaktere in Zukunft, dann zum Beispiel auf Global LF4V Goku, LF4V Vegeta in einer Rotation. Heißt, wenn ihr quasi euch fragt, ja okay, ich habe Evo Vegeta, soll ich aber trotzdem reingehen? Kann man machen, weil der ist wirklich sehr gut. Aber wenn ich dann quasi in die Zukunft sehe oder in die nahe Zukunft, folgendes Szenario: Wenn ihr dann quasi summon für den neuen Vegeta und ihn zieht, dann habt ihr einen Pure Saiyan Leader, Ki plus 3, HP hat 150%. Und dann ist euer nächstes Ziel das 4-jährige Jubiläum, weil ihr LF4-fachen Vegeta und LF4-fachen Goku ziehen wollt. Und wenn ihr die beiden dann zieht, und die beiden von denen ist auch gut, wenn ihr die dann zieht, dann habt ihr wirklich ein sehr, sehr gutes Pure Saiyans Team, Freunde. Heißt, wenn ihr quasi euch etwas aufbauen wollt, wenn ihr euer Team verstärken wollt, euer Account oder sag ich mal, oder an sich den Wert eurer Charaktere, dann wäre es nicht schlecht hier zusammen. Hier könnt ihr gut rausgehen. Wir haben Bardock, wir haben Full Power Goku, die sind alle in Pure Saiyans, Freunde. Und dann den Vegeta zieht. Und dann, wenn ihr ihn gezogen habt, dann könnt ihr weiterhin dann noch sparen. Dann, wir haben jetzt März, dann könnt ihr bis Juli für das 4-Jubiläum sparen. Und wenn ihr dann quasi vielfach Vegeta, LR und vielfach Goku zieht, dann habt ihr wirklich sehr, sehr gute Charaktere gezogen. Und dann habt ihr euch gut was aufgebaut. Das kann man auf jeden Fall machen. Die Sache ist, wir haben jetzt diese roten Gacha-Coins noch nicht auf Global. Ich weiß nicht, wann die hinzugefügt werden, dass ihr euch dann quasi in Zukunft Charaktere aus dem Barbershop holen könnt. Aber ich würde jetzt nicht darauf allzu sehr warten und hoffen, dass es vielleicht früher kommt oder nicht. Wir wissen es einfach nicht. Okay, heißt, wenn ihr euch etwas aufbauen wollt, wenn ihr euch fragt, ey, ich wollte eigentlich bis zum 4-Ring sparen, dann könnt ihr trotzdem summon, ich würde aber nicht all out gehen, wenn ihr im Endeffekt Vegeta zieht oder ein, zwei andere Charaktere, die sind wirklich sehr, sehr gut, dann könnt ihr sie auch später trotzdem benutzen. Das heißt, wenn ihr bei einem 4-jährigen Jubiläum dann Goku oder Vegeta zieht, in Vegeta's Family könnt ihr sie spielen, in Goku's Family und so und so fort. Also gut aufbauen könnt ihr euch was, wenn ihr jetzt summon und dann spart bis Juli. Aber dann gibt es ja noch einige von euch, die für Goku Black summon wollen, und da fängt es jetzt an. Da ist das Problem. Goku Black kommt dann, sagen wir mal, spätestens Mai, dann habt ihr nur noch 2 Monate zum Sparen. Da solltet ihr euch dann, finde ich meiner Meinung nach, schon eigentlich entscheiden. Wollt ihr hier summon oder für Int Goku Black? Eine Sache, Int Goku Black oder Vegeta an sich individuell, Vegeta ist besser. Vegeta ist individuell besser als Int Goku Black.
Inko-Komplett muss ich auch ein wenig aufbauen, braucht aber länger und wenn er sich dann transformiert, ist er gut, aber 1 zu Inko-Komplett zum Beispiel macht immer noch mehr oder weniger denselben Schaden, also dann wird er nicht, sag ich mal, OP-OP oder nachdem man 6 Runden gewartet hat, bis dann HP 80 und drüber sind, zusätzlich dazu, damit er sich dann zu Rosé transformiert, das ist zu lang, das ist zu lang. Zuvor ist dann Vegeta auf jeden Fall besser und dann, also im Endeffekt in ihren letzten Stufen sind sie dann auch sehr, sehr gut bei der. Also meiner Meinung nach ist Vegeta in dem Sinne besser. Aber, und vor allem, weil sein Leader-Skill ist auf jeden Fall besser als der von Inkoku Black. Aber, die Sache wäre jetzt folgendermaßen. Inkoku Blacks Banner war wirklich sehr gut. Das war wie gesagt gleich, Super Saiyan 3 Bardock, Full Power Goku, Rosé hatten wir am Start, Tech Cell und in Future Trunks, sag ich mal. Eigentlich, wenn dieses Banner jetzt hier, dieses Banner von Vegeta anders aussehen würde, dann hätte ich gesagt, dann wäre das Banner von Inkoku Black eigentlich besser, weil man dann Shenkoku Black hat, Super Saiyan 3 Bardock, Super Saiyan 3 Bardock, sorry, und Full Power Goku. Aber die haben das Banner ähnlich gemacht und deswegen vermutlich, dass die Inkoku Blacks Banner ändern werden. Deswegen kann ich da nicht allzu sehr drauf eingehen. Was ich einfach sagen kann, ist, diejenigen, die für Inkoku Blacks haben wollen, sollten sich vielleicht dennoch entscheiden, will ich hier summon oder für Inkoku Black. Aber dieses Banner hier ist auch gut. Da sind wirklich gute Charaktere, Freunde. Im Endeffekt liegt die Entscheidung bei euch. Ich wollte quasi euch nur Ratschläge geben. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne auf jeden Fall ganzen ein Like geben. Wenn ihr neu seid, Freunde, könnt ihr ganz auch gerne ein Abo geben. Und dann wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück bei den Sums, wenn ihr Sum werdet. Und wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my word. You a man, bro, don't you cry.